Aber immer noch ein paar Tierchen, die es hier zu befreien gilt. Immerhin. Okay. Okay, never mind. Da haben sie mich ja schön outplayed hier, die Kollegen. Holy Spit, okay. Schauen wir mal, wen wir jetzt hier legen können, alles. Aber für einen macht das keinen Sinn. Kann ich nochmal canceln? Nee, ne? Naja. Hätte ich ein bisschen näher an die rangehen müssen, glaube ich. Folgendes, Kunoichi. Das ist natürlich eine sehr gute Range, die Kollegin. Wollte sagen, irgendwie ist es ein bisschen merkwürdig, dass uns der Bär hier die ganze Zeit noch folgt. Okay, Hiro. Time for you. Um mit denen hier klar zu kommen. Mein Gott, komm her jetzt! Komm her! Schisswurst, ey, der Kollege hier, ich sag's euch. Mach jetzt! Jetzt bald! Wow! Nix ist hier mit Blocken! Vergiss es! So, einer von denen war noch am Start, da ist er. Hua. Na, falsche Richtung! Einfach immer mit Dreieck die Deckung durchbrechen, dann hat man den so ein bisschen Stunlock anscheinend. Okay, so langsam haben wir ein bisschen das Secret raus. Wenn auch ein bisschen spät, aber naja. Besser spät als nie. Weil ich glaube, ein, zwei Mal werden wir uns mit denen auf jeden Fall noch rumschlagen müssen. Nein, 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 lass mal ruhig deine Rakete für dich. Silvester ist noch ein bisschen hin. So, noch irgendjemand noch eine Fahrschein oder so? Vor allem ist der Schnee übrigens viel zu hell. Das hat er normalerweise so an sich, ich weiß, aber da sieht man halt irgendwie diese ganzen Pickups so schlecht. Aber naja. Nehmen wir uns natürlich trotzdem die mit, die wir hier noch sehen können. Ja, noch ein blaues Blütenblatt. Ja, ist nah dran, aber ist leider kein Windröschen. Vorne haben wir wieder einen Checkpoint und sogar hier direkt in der Mitte, mehr oder weniger. Direkt an der Straße zumindest. Relativ offensichtlich eine Jizo-Statue, aber nehme ich natürlich gerne mit. Gar keine Frage. Verschaffen uns nochmal eine kleine Übersicht hier. Hauptaugenmerk liegt in dem Fall auf kleine, weil wirklich viel haben wir da nicht gesehen. Zumindest noch mal einen Gegner haben wir da vorne. Und ich würde sagen, wir bleiben mal bei Toda, weil den haben wir bisher jetzt... Der hat bisher noch nicht seine Chance gehabt, hier wieder mal eingreifen zu können. Graubärschlucht. Komm her! Ja, zwei Gegner, relativ easy. Keine Ahnung, wir haben anscheinend das Memo nicht bekommen, dass wir vorher hier das ganze Camp ausgelöscht haben. Ah, na gut, wie gesagt, besser spät als nie, wa? Ja! So sieht's aus. Und direkt mal noch wieder hier eine Ginseng-Wurzel, why not? HP-technisch sind wir ein bisschen angeschlagen, aber ich glaube, das können wir relativ schnell wieder ausgleichen eigentlich. Hier machen wir mal Folgendes. Dann wechseln wir mal kurz auf Toda. Falls hier irgendjemand überleben sollte, aber das sieht nicht so aus, außer die Kollegen da oben. Aber da kommen wir schlecht hin mit Toda. Deswegen nehmen wir mal hier übrigens Kunoichi für diese Speerkollegen. Weil mit der haben wir ja mehr Range. Und da sind auch die Kollegen kein Problem mehr. Oh ja, das klingt lustig. Das heißt, Zeit für Futo gleich. Wenn ich das hier richtig interpretiert habe. Yo. AD. Allerdings. Aufpassen, dass wir uns nicht unterbrechen lassen von diesen blöden Bogenschützen da oben. Ach Gott, ihr seid doch alle scheiße hier. Ganz ehrlich, sei es eine Chizo-Statue. Das wollte ich nochmal kurz klarstellen. Diese blöden Kollegen mit ihren scheiß Sperren da wieder, ne? Das reicht's mir nämlich mit euch. So, Ende.
Und wir gucken mal, ob wir die Kollegen da oben eventuell noch treffen können, aber sieht nicht so aus. Müssen wir einfach darauf hoffen, dass wir uns jetzt hier ohne Probleme ungestört mit dem Kollegen hier auseinandersetzen können. Und am besten nehmen wir uns mal einen Heiltrank zu uns. Jo. Ah, mein Gott. Nervbacke. Ja, komm, nehmen wir noch einen. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Okay, das war's schon. Und tschüss. Nehmen wir schon. Und können uns jetzt um die beiden Schützen da oben wahrscheinlich kümmern, hoffe ich zumindest mal. Ja, definitiv. Wobei, dann nehmen wir Toda dafür. Gehen hier schön auf Close Range. So, genau. Und das war's auch schon. Pff. Bekommen auch direkt wieder unsere... Ein Punkt für unsere Ulti zurück, also wunderbar. Müssen wir noch schauen, wie wir an die Kollegen rankommen. Ich denke mal hier, wenn wir da durch das Tor gehen, sollte sich das auch auf jeden Fall auch schon wieder gelöst haben, das Problem. Du kannst das Tor da, sehr gut. Sag ich doch. I believe in you. Nice aiming. Nicht wirklich. So, schnappen wir uns den auf der anderen Seite natürlich ebenfalls noch. Ist ja alles Ehrensache. Sehr gut. Wunderbär. Wunderbär. Problem ist nur, dass wir leider nicht mehr wirklich viel Health Potions haben. 3 Stück an der Zahl. Und grinden möchte ich in früheren Level auch nicht wirklich, ehrlich gesagt, weil das wäre ein bisschen Ergebnisverfremdung. Deswegen müssen wir einfach mal schauen, wie weit wir jetzt hier mit den HP oder mit den Heiltränken, die wir momentan haben, kommen. Weil ich glaube, der Boss ist ziemlich hart. Und ja, wir haben den Spell nicht gefunden. Das heißt, ich mache hier gleich mal kurz einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns am Schrein oder vor dem Windröschen gleich wieder, liebe Freunde. So, liebe Freunde, kurz mal bei Vash vorbeigeschaut und direkt gefunden. Ich zeige euch mal kurz die Richtung, wo man es letzten Endes findet. Und ich fühle mich definitiv wie ein Vollidiot, das kann ich schon mal sagen. Und zwar ist es direkt hier. Ja? Seht ihr es schon? Ja? Noch nicht? Vielleicht? Ja, es ist natürlich genau hier. Yo! Wie gesagt, eigentlich standen wir direkt davor, mehr oder weniger die ganze Zeit, aber naja. Naja. Also ja, dann brauchen wir hier nur dafür. Und dann schauen wir mal, was hier letzten... Hallo? Witze? Gut. Schauen wir mal, was hier der letzte Spell letzten Endes ist, den wir uns hier ergattern können. Und es ist... Meteoritensturm, einer der zerstörerischsten Zauber aus alten Zeiten. Dieser Zauber lässt einen Hagel brennender Meteore in einem breiten Bereich vor dem Wirker niederprasseln. Gebuffter Invoker Storm Dingsbums Q Vex. Egal. Das war's zumindest für dieses Level. Das heißt, wir können uns jetzt quasi schon dem nächsten Chapter widmen. Das war übrigens gerade der Schatten des Vulkans und jetzt haben wir der große Sprung vor uns. Also anscheinend noch ein Level und dann die Burg und dann schon der Endboss. Das heißt hier weiterhin erstmal der Weg Richtung Burg. Und dann können wir uns wie eine Klette auch gleich an den Gegner heften, würde ich sagen. So wirklich näher kommen wir dem Vulkan allerdings nicht. Ashtars Haustür. Ah. Sind vielleicht ein paar Speere davor. Mal schauen. Der Soundfall war großartig, der Soundfall war genial. Oh mein Gott. Großartig. Okay. Wer auch immer den Soundfall gerade ausgewählt hat, großartige Wahl.
Gut. Haben wir, ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet, aber haben wir in diesem Level, nee, einen Zauber haben wir ja mittlerweile nicht mehr, ne? Wir haben ja jetzt alle. Aber Meteoritensturm, ich würde sagen, Seelenform können wir dafür loswerden. Schnappen wir uns dann natürlich den Meteoritensturm dafür. Und ich möchte übrigens sehen, was da oben ist. Ah, da kommen wir anscheinend nicht mehr hin, ne? Naja, shit. Gehen wir mal weiter hier auf dem Weg dann, würde ich sagen. Eigentlich kann man nochmal hier so schön hier runtersliden. Momentan haben wir ja hier nichts, was wir übersehen könnten, außer die ein oder andere Jizo-Statue. Hallöchen, Jungs! Bin gerade noch auf der Durchreise. Wow! Naja. Eigentlich wollte ich vorher abspringen. Ah, shit, okay.